Ausgangssperren und Versammlungsverbote. Die Corona-Politik in Sachsen wird wieder härter. Und das nicht nur für die etwa 40% Ungeimpften. Allerdings sind sie die Schuldigen, jedenfalls nach Ansicht der Staatsregierung in Dresden. Nichtsdestotrotz wächst auch in Sachsen der Protest, vor allem an Montagen. In dieser Woche waren wieder Tausende auf den Straßen. Die Einzelheiten erfahren Sie bei Kompakter Tag am 23. November. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen. Kretschmer verhaften, mit dem Lockdown in Sachsen wird der Tonfall schärfer. Gewalt im Lockdown, was die Zahlen wirklich sagen. Weihnachten und Wisconsin. Freddy Ritschel fragt sich, wem nützt der Terror? Freie Bildung. Endlich lernen ohne Wokeness und Gender. Das Letzte. Das Gruselkabinett der Ampel. Die Verhaftung eines Straftäters ist eine Straftat. So jedenfalls interpretierten Demonstranten in Görlitz am Montag das Vorgehen der Polizei. Den Beamten missfiel die Forderung, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Arrest zu nehmen. Der CDU-Politiker polarisiert mit seiner Corona-Politik im Moment den Freistaat. Die Gegner der Maßnahmen sehen in ihm zunehmend eine Art Diktator. Der Polizeiansatz an der Neiße sorgt nun für weitere Wut und einen durchaus drastischen Vergleich. Mehr als 400 Demonstranten sind am Montag in Görlitz. Ein neuer Rekord, sagen die Veranstalter. Für die Verantwortlichen des Lockdowns haben sie eine klare Botschaft. Wer hier gegen andere Menschen unmenschlich vorgeht und wer dieses unmenschliche System unterstützt, ob aktiv oder passiv, gehört zur Verantwortung gezogen. Gemeint ist auch Michael Kretschmer, Sachsens Regierungschef, stammt aus Görlitz. Der Politiker gehört hinter Gitter, glauben diese Frauen. Ein Plakat, das der Staatsmacht ganz und gar nicht gefällt. Die haben jetzt von meiner Freundin und mir die Personalien aufgenommen, weil das wohl eine Anstiftung zu einer Straftat wäre. Es ist einfach nur die Wahrheit, dass diejenigen, die für das alles verantwortlich sind, einfach auch zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Immer wieder verlangen Demonstranten in Sachsen die Festnahme des Politikers. Bislang nahmen die Behörden die Majestätsbeleidigung hin. Auch sonst ist Kretschmer durchaus umstritten. Seine CDU liegt in Umfragen hinter der AfD. Der Lockdown für Ungeimpfte könnte diesen Trend noch verstärken, denn mehr als 40% der Sachsen wollten bisher keine Spritze. Dass die Polizei den Protest nun kriminalisiert, aus Sicht der Demonstranten ein Rückfall in dunkle Zeiten. Wenn diese Art der freien Meinungsäußerung, die vollkommen friedlich erfolgt ist, nicht mehr zugelassen ist in diesem Staat, dann haben wir keine Zustände mehr wie in der DDR, dann haben wir Zustände wie in Nazi-Deutschland. Auch in Görlitz wird der Tonfall also härter, so wie auch die Maßnahmen der Politik.